Freudenbotschaft.net. Jesus größer als Moses. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Moses-Typologie durchzieht die beiden johannäischen Bücher, also das Johannesevangelium und die Offenbarung, inhaltlich. Jesus wiederholte das große Werk des Moses, den Exodus Israels, in einer unverhältnismäßig größeren Erlösung seiner Erwählten, nämlich in ihrem Loskauf weg von der prophetischen Vollerfüllung Ägyptens. Durch sein Opfer auf Golgatha befreite er seine Gemeinde aus der Autorität der jetzigen Stadt Jerusalem. Denn letztere ist der gesetzliche Antitypus des Ortes der Knechtschaft Israels. Diese Identifizierung Jerusalems mit dem frühen Ort der Bedrängung des Volkes Gottes wird im Buch Offenbarung klar gelehrt. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch der Herr gekreuzigt wurde. Sowohl in Sodom als auch in Ägypten bewahrte Gott seine Erwählten durch rasche Aktionen vor einem katastrophalen Gericht. Es ist bezeichnend, dass seine Propheten die große Hure Babylon gleicherweise als einen Ort der Bedrängnis seiner Berufenen schildern, von wo aus er sie in einem zweiten Exodus befreit. Der Ort, an dem das wahre Passahlamm geopfert wurde, ist nämlich Jerusalem, so dass die Identifizierung dieser Stadt als die große Ägypten bestätigt wird. Johannes 1, 29, Johannes 19, 36 und 2. Mose 12, 46 belegen ebenfalls, dass diese Zuordnung richtig ist. Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 19, 36 in der Schlachterübersetzung. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. 2. Mose 12, 46 in der Schlachterübersetzung. In einem Haus soll man es essen, ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die in der Tora geschilderte erste Befreiung der Erwählten durch den ersten Moses hängt mit dem Johannesevangelium und der Offenbarung inhaltlich zusammen. Durch diese Texte wird der wahre Moses, Jesus Christus, identifiziert. Die Berichte über die Geburt und Beauftragung Moses und die Befreiung des Volkes Israel stehen am Anfang der vorliegenden Betrachtung. In der Zeit, als die Erwählten Gottes in Ägypten bedrängt wurden, erließ der Pharao ein Dekret, gemäß welchem sein Volk jeden neugeborenen Sohn Israels töten sollte. Eine hebräische Frau aus den 12 Stämmen Israels wurde schwanger und gebar einen Sohn. Ihr Kind wurde jedoch vor dem Tod bewahrt. Auch blieb ihm die Sklaverei erspart, denn es gelangte in das regentschaftliche Haus des Pharao. 2. Mose 1, Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk: Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. 2. Mose 2, Vers 2 und 5 bis 10. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind, und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte:
das ist einst von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, gehe hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. In der Offenbarung sah der Apostel Johannes eine mit den 12 Stämmen Israels gekrönte schwangere Frau, die in Begriff war, ihr Kind zu gebären. Auch der Drache hat Stand genommen im Auge des Weibes, auf das, wann gleichsam sie ihr Kind gebiert, er es herabfresse. Aber das Kind wurde vor dem Tod bewahrt und zu Gott und zu seinem Thron geraubt. Offenbarung 12,1 bis 5. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Später, als der Geborene und vor dem Tod Gerettete erwachsen war, lehnten ihn seine eigenen Brüder ab. Also wandte sich Moses zu einem fernen Land und hatte an einem Brunnen Sitz. Hier traf er die Tochter Reuels, der auch Jitro gerufen wurde. Moses schöpfte Wasser für die Frauen, und eine der 7 Töchter Reuels, Zippora, wurde seine Ehefrau. Dann diente Moses als ein Hirte des Kleinviehs. 2. Mose 2,14, 15 und 21. Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf, und er setzte sich an einen Brunnen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. 2. Mose 3, Vers 1. Aber Mose, welcher weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Jesus, das vor dem feuerroten Drachen gerettete Kind, wurde von seinen eigenen Brüdern abgelehnt. Während der Tage seiner Zurückweisung reiste er in ein fernes Land und saß auf einem Brunnen. In der Davar-Übersetzung heißt es, er nahm auf einer Quelle Platz. Dort bot Jesus einer Frau Wasser an, und er wurde die 7. Liebe ihres Lebens. Nunmehr war er ein Hirte der Schafe. Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Johannes 4, die Verse 6, 10 und 18 bis Johannes 4, 19. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder.
Es war um die sechste Stunde. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Am Sinai, während seiner Zeit des Exils, sah Moses ein aufzehrendes Feuer. In der Wildnis erschien ihm Gott in einem Dornbusch. Moses drehte sich um, in der Davar-Übersetzung heißt es, er kehrte sich ab, um das zu Sehende zu erblicken, und nahm seine Sandalen von den Füßen. Gott sprach zu ihm: Ich bin der Elohim deines Vaters, der Elohim Abrahams, der Elohim Isaaks und der Elohim Jakobs. 2. Mose 3, die Verse 1 bis 6. Mose aber weidete die Herde Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Moses sagte sich: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Während sich der Apostel Johannes im Exil auf Patmos befand, erschien ihm der Herr in einer Vision von 7 brennenden Leuchtern. Das Angesicht Jesu war scheinend wie die Sonne, seine Augen waren wie Feuerflammen und seine Füße glichen dem Weißkupfer im heiß befeuerten Hochofen. Die johannäische Typologie zeigt Jesus als beides, als den wahren Moses und als den Herrn Yahweh des brennenden Dornbusches. Johannes wandte sich um, um den zu gewahren, der zu ihm sprach. Und er fiel in Richtung auf dessen Füße zu. Dann sprach der Herr zu ihm: Ich bin der Vordere und der Letzte. Dies entspricht seinem Ich werde, welcher ich werde, in 2. Mose 3, 14. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 17. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter, und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand, und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Der Herr teilte Moses mit, dass er die Demütigung seines Volkes gesehen und dessen Geschrei gehört habe,
Also sandte Gott einen Erlöser zu seinen Erwählten, um sie aus Ägypten herauszuführen und in ein Land zu bringen, in dem Milch und Honig fließen. 2. Mose 3, die Verse 7 und 8. Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Nachdem der Apostel Johannes die himmlische Herrlichkeit des Herrn gesehen hatte, sagte ihm Jesus, er habe die Sorgen und den Kummer seines Volkes gewahrt. Er werde es aus der Drängnis der spirituell Ägypten geheißenen Stadt befreien, und seine Erwählten werden vom Baum des Lebens im Paradies des Gottes zu essen bekommen. Offenbarung 11, Vers 8. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch der Herr gekreuzigt wurde. Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Moses kehrte nach Ägypten zurück und stellte sich gemeinsam mit Aaron dem Pharao entgegen. Aaron warf einen Stab vor dem Pharao hinab, und dieser Pfahl verwandelte sich in eine Schlange. Da war Übersetzung Ungeheuer. Die Elberfelder Übersetzung merkt an, dass der Stab zum Drachen wurde. 2. Mose 7, Vers 10. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie der Herr geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seinen Hofbeamten hin, und er wurde zur Schlange. Jetzt, da sich Jesus der Stadt Jerusalem näherte, wurde die Schlange aus dem Himmel herabgeworfen. Johannes 12, 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Darüber hinaus gab Gott Moses und Aaron die Macht über alle Wasser Ägyptens, um sie in Blut zu verwandeln. Erste Plage. Sogar Wasser, das sich in hölzernen und steinernen Gefäße befand, wurde von ihnen zu Blut gemacht. 2. Mose 7, Vers 19. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, Nilarme, Sümpfe und all seine Wasserstellen, so dass sie zu Blut werden. Und im ganzen Land Ägypten wird Blut sein, selbst in Gefäßen aus Holz und Stein. Obwohl Jesus größer als Moses war und durch seine Autorität Wasser in Wein verwandelt hatte, sogar das Wasser in den Steinkrügen Kanas, setzen die beiden Zeugen Gottes das ihnen gegebene Vermögen über das Wasser und die Erde ein, um Wasser in Blut zu verwandeln. Johannes 2, Vers 6 und 9. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Offenbarung Kapitel 8, Vers 8. Und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut.
Offenbarung 11, Vers 6. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle, und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Offenbarung 16, Vers 3 und 4. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen, und es wurde zu Blut. Moses brachte die Zeichen der Plage, Jesus brachte das Zeichen der Heilung, also der Wiederherstellung. Moses verwandelte Wasser in Blut, ein Bild des Gerichts und des Todes. Jesus verwandelte Wasser in Wein, ein Symbol der Gemeinschaft und der Freude. Das Blut Jesu steht für die Gnade der Rettung aus dem Tod. Gleichwohl kann das Geschehen Kanas auch negativ, das heißt als ein Gericht, gedeutet werden, worauf in diesem Kontext nicht eingegangen wird. Moses erhielt die Autorität, große Plagen über Ägypten zu bringen, so dass die Magier des Landes durch den Finger Gottes zum Schweigen gebracht wurden. 2. Mose 8, Vers 15. Da sagten die Wahrsagerpriester zum Pharao: Das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Der Herr gibt große Plagen gegen die Stadt Jerusalem, welche das spirituelle Ägypten ist. Er plagt sie so sehr, dass die religiösen Führer des Tempels durch den Finger Gottes zum Schweigen gebracht werden. Offenbarung 11, die Verse 6 bis 9. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle, und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie es nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Johannes, Kapitel 8, die Verse 6 bis 9. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Die Zauberer Ägypten Jerusalems, die elitären Schriftgelehrten und Pharisäer, siehe hierzu die Zauberei der Babylon Jerusalem in Offenbarung 18, Vers 23, wollten das in Ehebruch ertappte Weib steinigen. Der Herr bewahrte jedoch diese Darstellerin Israels bzw. seiner Braut. Die satanischen, also die anklägerischen, konnten ihr Vorhaben nicht durchführen, denn Jesus rettete seine Geheiligte aus der Hand Ägyptens. Der ägyptische Staat wurde mit Fröschen gefüllt, zweite Plage. Auf den Menschen wuchsen große Geschwüre, sechste Plage. Der Hagel kam, siebte Plage, und danach die Heuschrecken, achte Plage, so dass alle Bäume und alles Grüne auf der Erde zerstört wurden. Auch hierzu gibt es im Buch Offenbarung Analogien. Frösche füllen den gesamten Bereich der bewohnten Erde. Die Menschen haben böse und üble Eiterungen,
der Hagel kommt und Heuschrecken füllen die Erde, so dass die Bäume und das grüne Gras zerstört werden. Man kann biblisch mehrfach belegen, dass die in Offenbarung 9 beschriebenen Heuschrecken die vielen religiösen jüdischen Führer darstellen, die vor Pilatus gegen Jesus anschrien. Das gegen Jesus gerichtete Verfahren des Pilatus fand etwa in der 6. Stunde, Mittag, statt. Dementsprechend kommen die Heuschrecken in Offenbarung 9 kurz vor dem Erschallen der 6. Posaune hervor, durch welche die Engel gelöst werden, die für diese Stunde bereitstehen. Ebenso wie es den jüdischen Führern verboten war, einen Menschen zu töten, wird es den Heuschrecken nicht gestattet werden, Menschen umzubringen, sondern sie dürfen sie lediglich quälen. Außerdem stellten die Jesus als ihren Herrscher ablehnenden Juden fest, dass niemand ihr Regent war, außer der römische Kaiser. In der Offenbarung haben die Heuschrecken den Engel des Abyssus, also den Antichristus, zu ihrem Regenten, so dass er gewissermaßen der Kaiser der fanatisch gesetzlichen Juden ist. Gemäß dieser Interpretation kann man den Tag des Herrn gemäß Joel 1 und Joel 2 während der Kreuzigung Jesu festlegen, kurz bevor die Dinge geschahen, die in Joel 3 beschrieben werden, nämlich das Pfingstgeschehen der Apostel. Der Tag des Herrn war eine Lichtzeit von 3,5 Jahren, in welcher Jesus in Israel wirkte. Ein solcher 42 Monate bzw. 1260 natürliche Tage währender Tag wird biblisch, prophetisch auch als Stunde bezeichnet. Als die 9. Plage Gottes kam eine große Finsternis, eine Dunkelheit auf das Land Ägypten. Nur in Gosen, das dem Volk Gottes gegeben worden war, herrschte Licht. 2. Mose, Kapitel 10, die Verse 22 und 23. Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Man konnte einander nicht sehen. Und niemand stand von seinem Platz auf. 3 Tage lang. Aber alle Söhne Israels hatten Licht in ihren Wohnsitzen. In der Vollerfüllung dieses Geschehens bedeckte eine große Finsternis den Erdkreis. Aber der Herr behütete sein Volk. Er separierte es, damit seine Feinde wissen, dass er es liebt. Offenbarung, Kapitel 8, Vers 12. Und der 4. Engel posaunte. Und es wurde geschlagen der 3. Teil der Sonne und der 3. Teil des Mondes und der 3. Teil der Sterne, so dass der 3. Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen 3. Teil kein Licht hatte und ebenso die Nacht. Offenbarung 16, Vers 10. Und der 5. goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Offenbarung 3, Vers 9 und 10. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Schließlich kam Yahweh in die Mitte Ägyptens und brachte den Tod aller erstgeborenen Söhne, auch den des göttlichen Pharaos, 10. Plage. Aber der Herr unterschied zwischen den Ägyptern und den Hebräern, und er übersprang, da war Übersetzung, überhumpelte, die Häuser derer, die das Passahlamm hatten, dessen Blut als Zeichen der Bewahrung diente und dessen Knochen nicht zerbrochen wurden. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 29. Und es geschah um Mitternacht,
Da erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs. 2. Mose 11, Vers 7. Aber gegen keinen von den Söhnen Israels wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. 2. Mose 12, die Verse 13 und 46. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. In einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen, und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. In der neutestamentlichen Vollerfüllung ging der Herr Jesus schließlich in die Mitte Jerusalems, und der Tod kam zum einzig geborenen Sohn Gottes. Aber die Erlösten wurden durch das Blut des Lammes geheiligt, obgleich keines seiner Knochen zerbrochen, da war Übersetzung zertrommelt, wurde. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 19, Vers 36. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt werde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Durch das Opfer des Passahlammes brachte der Herr die Kinder Israels auf Adlerflügeln aus Ägypten heraus. 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Durch sein Opfer als das Lamm Gottes erlöst Jesus sein Volk von der gegenwärtigen Stadt Jerusalem, so als ob es auf Flügeln des großen Adlers, da war Übersetzung Geiers, getragen wird. Offenbarung 12, Vers 14. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Jahwe wies das Volk Israel an, sich für ihn zu heiligen und sein Zeichen auf ihre Hand oder auf ihre Stirn zu geben. Hier geht es um das Mahl dessen, von dem sie sagten: Jahwe ist ein Mann des Streits, Jahwe ist sein Name. Wer ist wie du, Jahwe, inmitten der Elim? Wer ist wie du? 2. Mose 13, Vers 9. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten hinausgeführt. 2. Mose 15, die Verse 3 und 11 in der Schlachterübersetzung. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich herrlich, in Heiligkeit, furchtgebietend, in Ruhmestaten, Wunder vollbringend? Alle, die das Ritzmal gemeint ist, eine eingeritzte Tätowierung des jagenden Tieres auf ihre Hand oder ihre Stirn ablehnen, werden gerechtfertigt. Sie beten es nicht an, denn sie tragen das Siegel des Lammes auf sich. Sie sind also allein dem Herrn Jesus Christus geheiligt. Offenbarung 3, Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Offenbarung 14,
die Verse 9 bis 10. Und ein anderer, dritter Engel, folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Offenbarung 7, Vers 3. Und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Wer das jagende Tier nicht anbetet und dessen Mahlzeichen zurückweist, spricht nicht: Wer ist dem Jagenden gleich und wer vermag mit ihm zu streiten? Offenbarung 13, Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Obwohl Jahwe ein Mann des Streits, also ein Krieger ist, mit dem sich keiner der Götter, das sind die Elohim-Engel, vergleichen kann, wurde der Pharao gegen Israel erzürnt und er verfolgte das Volk bis zur Wildnis. Aber der Herr half dem Volk, und sie kamen durch das Meer auf trockener Erde hindurch, wohingegen das Meer auf das ägyptische Herrschervolk herabstürzte und Ägypten als ein totes am Gestade gesehen wurde. 2. Mose 14, Vers 4. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. 2. Mose 14, die Verse 22 und 30. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Der Drache ist voller Zorn gegen die Frau, die das Kind geboren hat. Nachdem sie in die Ödnis geflohen ist, macht er sich auf, um mit den übrigen ihres Samens Krieg zu führen. Die Schlange wirft aus ihrem Mund einen Wasserschwall hinter dem Weib her, um es zu ertränken, aber die Erde öffnet ihren Mund und trinkt diesen Strom weg, bevor er bei der Frau ankommt. Alles, was im Wasser des Meeres verbleibt, stirbt. Offenbarung 12, die Verse 14 bis 17. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Offenbarung 16, Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war. Das Volk glaubte an Jahwe und seinen Diener Moses, in vertrauensvoller Erwartung des zukünftigen Heiligtums Gottes, das er ihnen auf dem Berg seines Erbteils bereiten wird, gemeint ist Zion.
sangen Moses und die Kinder Israels dem Herrn ein Lied. Moses hatte die 12 Stämme Jakobs aus Ägypten herausgebracht und führte sie nun zum Berg Gottes. 2. Mose 14,31. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. 2. Mose 15, die Verse 1 und 17. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Du wirst sie bringen und pflanzen an dem Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. 2. Mose 19, Vers 2. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Und der Herr Jesus tröstete sein Volk und sagte: Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Nun stehen alle, die Gott vor dem Drachen gerettet hat, auf einem gläsernen See und singen das Lied des Moses und das Lied des Lammes. Im geöffneten Himmel sehen sie das Tempelheiligtum, also die himmlische Stiftshütte, die der Wahrbesetzung sagt, Zelt des Zeugnisses. Der Herr hat sein Volk von der früheren Jerusalem, also von der Vollerfüllung Ägyptens, weggebracht, und jetzt sichert er seine Erwählten zu, sie zu seinem Berg zu führen und zur heiligen Stadt, deren Tore die Namen der 12 Stämme Israels tragen. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Offenbarung 15, die Verse 3 bis 5. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Offenbarung 21, Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Offenbarung 21, die Verse 10 und 12. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Die Moses-Typologie in der Offenbarung beschreibt also den Krieg Gottes gegen die gegenwärtige Stadt Jerusalem als Wiederholung seines Gerichtes an Ägypten. Dieselben Exodus-Themen findet man auch im Johannesevangelium. Hier betont das Wort Gottes jedoch den Wüsten-Sinai-Aspekt der Moses-Typologie, in dem der Kampf des Herrn gegen Jerusalem als eine Neuinszenierung des Krieges gegen Amalek bei Rephidim gezeigt wird. Erneut steht Moses Fürsorge für das Volk Gottes während der 40 Jahre seiner Wanderung durch die Wüste am Anfang der Betrachtung. Weil der Sinai noch zu Ägypten gerechnet werden muss, vollzog sich die vollständige Befreiung Israels erst nach diesen 40 Jahren des Übergangs zum gelobten Land der Gnade. Der Zusammenhang der Exodus-Ereignisse mit der Anfahlung Jesu zeigt, dass nach 40 Jahren im Jahr 70 nach Christus die gesamte ungläubige Generation beseitigt wurde. 70 nach Christus war nämlich das Ende des Erdlands Israel. Und wenn man
von der Mitte des 3,5 Jahre dauernden Dienstes Jesu, also von 30 nach Christus, anrechnet, dann sind es exakt 40 Jahre bis zum Untergang des ungläubigen Geschlechts Jerusalem-Ägyptens. Angesichts des Glaubens der Samariter kündigte Jesus im Sommer 30 nach Christus eine damals in 4 Monaten beginnende Gerichtsernte an, welche das 40 Jahre später anstehende Ende Jerusalems darstellt. Johannes 4, Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. In Johannes 4, Vers 35 und den folgenden Versen geht es um den scharfen Kontrast des Glaubens der Samariter und des adligen Kapernaums, zum schändlichen Unglauben der Juden, denn die letzteren gingen 40 Jahre später verloren. Die diesbezügliche Analogie zum Exodus Israels und den 40 Jahren des Volkes in der Wildnis macht auch deshalb Sinn, weil sich die dort sterbenden Menschen nach Ägypten zurückgesehnt hatten, was in der Vollerfüllung des Geschehens nichts anderes bedeutet, als sich wieder das versklavende Gesetz der irdischen alten Stadt Jerusalem herbeizuwünschen und die zur neuen Jerusalem führende Gnade Jesu abzulehnen. 70 nach Christus kamen also die gesetzlichen Sklaven der Hagar Ägypten um, wie in Galaterbrief Kapitel 4, die Verse 23 und 25 Jerusalem genannt wird. Die Feigenbaumgeneration Judas fand ihr tragisches Ende. Matthäus 21, die Verse 19, 41 und 44. Und als er einen Feigenbaum an den Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Sie sagen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen, und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Matthäus 24, die Verse 32 bis 34. Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles sehet, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Die Zeit der 40-tägigen physischen Anwesenheit Jesu bei seinen Jüngern, nachdem er auferstanden war, entspricht ebenfalls den 40 Jahren Israels in der Wildnis, beziehungsweise den 40 verbleibenden Jahren Jerusalems bis zum feurigen Ende der Stadt, 70 nach Christus. Eschatologisch wird diese Frist in den 3,5 Jahren des Weibes in der Ödnis dargestellt, welche im Ende der gegenwärtigen Weltzeit gipfeln, das heißt mit der gänzlichen Beseitigung des endzeitlichen Feigenbaumkosmos, Babylon Jerusalems, im Gerichtsfeuer Gottes enden. Sowohl das Johannesevangelium als auch die Offenbarung fangen mit der Feststellung an, dass Jesus größer als Moses ist. Das Evangelium verdeutlicht, dass das Gesetz von Moses kam, Gnade und Wahrheit aber durch Jesus wurden. Zudem kam Jesus im Unterschied zu Moses, dem es nicht erlaubt war, Gott zu sehen, in den Schoß des Vaters hinein. Da war Übersetzung, schreibt hier Leibesbucht. Folglich ist die Offenbarung Jesu größer als die des Moses. Indem Johannes sein Evangelium auf der in Israel gelegenen Seite des Jordans beginnen lässt, in Bethanien, erinnert er den Leser an die Begrenztheit des großen Propheten Moses,
dem es wegen seiner Sünde nicht erlaubt war, den Jordan zu überqueren und das verheißene Land zu betreten. Jesus ist jedoch nicht nur der größere Prophet, sondern auch der neue Josua, der den Jordan passiert und die Kanaaniter, sie stellen die jüdischen Pharisäer mit ihrem Krämergeist, der eigenen Leistung und des selbstverdienten Lohnes dar, zu beseitigen und ihr Erbe an das neue Israel Gottes zu verteilen. Weil Jesus größer als Moses ist, wird er in der Offenbarung als ein dem Apostel Johannes auf Patmos erscheinender geschildert, dessen Angesicht wie die Sonne in ihrer größten Stärke scheint. Dieser Vergleich zum lediglich hornglänzenden Angesicht des Moses, die Haut seines Gesichtes glänzte, als ob sie mit Öl aus einem Horn, also einem Gefäß, gesalbt worden wäre, zeigt unmissverständlich, um wie viel größer die Herrlichkeit Jesu im Vergleich zu der des Moses ist. Dass sich Jahweh dem Moses offenbarte, entspricht der Erscheinung Jesu vor Johannes. Hier liegt ebenfalls eine Kontrastparallele vor. Der Apostel Johannes der Offenbarung gleicht auch dem Täufer Johannes im Evangelium, denn Patmos bedeutet Strom oder Fluss. Und der Täufer wirkte am Jordan, also an einem Fluss, der offenbar Patmos entspricht. Nachdem die Ägypter die Söhne Israels aus ihrem Land eilig entsandt hatten, weil sie fürchteten, ansonsten würde ihre gesamte Nation zerstört werden, führte Moses das Volk Israel zum Berg Gottes, das heißt zum Sinai. 2. Mose 12, 33. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir alle sind sonst des Todes. 2. Mose 19, Vers 2. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Nachdem die religiösen Führer, die Nachfolger Jesu, aus dem Tempel und aus der spirituell Ägypten genannten Stadt Jerusalem vertrieben haben, weil sie fürchteten, ansonsten würde die gesamte Nation beseitigt werden, bringt Jesus sein Volk auf den Berg Gottes. Gemeint ist das himmlische Zion. Johannes 9, 22 und 35. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Offenbarung, Kapitel 11, Vers 8. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Johannes 11, Vers 50. Und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Offenbarung 21, Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Moses stand für sein Volk ein, als er sich an Gott wandte, um für es Brot aus dem Himmel zu erbeten. Er tat dies sogar, nachdem Israel in der Ödnis gegen ihn und Aaron rebelliert hatte. 2. Mose, Kapitel 16, die Verse 3 bis 7. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln.
Und Moses und Aaron sagten zu allen Söhnen Israel: Am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Als es in der Ödnis war, sorgte Jesus für sein Volk. Obwohl die Menschen gegen den Sohn gemurrt hatten, gab ihnen Yahweh Elohim Brot vom Himmel, das ein verborgenes Manna ist. Johannes 6, die Verse 41 und 43. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Johannes 6, 61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch dies? Johannes 6, die Verse 31 bis 35. Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhafte Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Moses brachte Wasser aus einem Felsen hervor, um den Durst aller zu stillen. Er tat dies, obwohl Israel gegen ihn gemurrt hatte und ihn fast gesteinigt hätte. 2. Mose 17, die Verse 4 bis 7. Da schrie Mose zum Herrn und sagte: Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose: Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm herausströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah, wegen des Streitens der Söhne Israels und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Jesus gab lebendes Wasser aus sich heraus, um den Durst seines Volkes zu stillen. Dies tat er sogar, nachdem die Menschen ihn steinigen wollten. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Johannes Kapitel 8, Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Johannes 10, Vers 31. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Als Moses das Volk, während es in Laubhütten wohnte, weiterführte, sandte ihnen der Herr eine Wolkensäule voraus. In der Nacht wurde diese Wolke zu einer lichtgebenden Feuersäule, so dass die Menschen nicht in Finsternis wandeln mussten. 3. Mose 23, Vers 42.
In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. 2. Mose 13, Vers 21. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Während des Laubhüttenfestes, als Jesus sein Volk führte, wurde er den Menschen zum Licht, so dass sie nicht in der Finsternis wandelten. Johannes 7, Vers 2. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Während der Tage der Wanderschaft in der Wildnis wurden die Söhne Israels von Schlangen und Skorpionen geplagt. Doch der Herr bewahrte und beschützte sie, so dass sie in Sicherheit waren. 4. Mose 21, Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. 5. Mose 8, Vers 15. Der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte. Während der Zeit der Wüstenwanderung werden die Menschen von der Schlange und von Skorpionen angegriffen, aber der Herr bewahrt sie und bringt sie in Sicherheit. Offenbarung 12, 14 und 15. Und es wurden der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Offenbarung 9, Vers 5. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Moses erhöhte die Schlange in der Wildnis, so dass jeder, der zu ihr blickte, geheilt wurde und am Leben blieb. 4. Mose 21, die Verse 6 bis 9. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Moses betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ebenso wie Moses die Schlange in der Wüste Sinai erhöhte, wurde der Herr selbst mit 2 anderen an Pfählen hinaufgenommen, einer auf jeder Seite Jesu, auf dass jeder, der auf ihn blickt, Rettung findet. Johannes 3, 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes 1, Vers 14 und Vers 29. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen
die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Johannes 1, Vers 51. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Justin, der Märtyrer, begriff, dass die Haltung des Moses in Rephidim eine Allegorie des Pfahles von Golgatha war. In seiner christologischen Typologie verband Irenäus das Hinaufsetzen der verruchten Schlange in der Wildnis inhaltlich damit, dass Moses seine Arme in Rephidim ausstreckte. Siehe hierzu die biblischen Gleichnisse vom zur Schlange gewordenen Retter und vom erhobenen Stab Gottes in der Rubrik Gleichnisse. Der Prophet Bileam wurde von Balak angeworben, um Israel zu verfluchen und das Volk zu verleiten, unmoralisch zu handeln. Israel wurde in seinem hurerischen Treiben dem Baal Peor verkuppelt, aber Gott wendete Bileams Fluch zu einem Segen. 4. Buch Mose 25,3. Und Israel hängte sich an den Baal Peor, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. 4. Mose 24, Vers 10. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam, und er schlug seine Hände zusammen. Und Balak sagte zu Bileam: Meine Feinde zu verfluchen habe ich dich gerufen, und siehe, du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits dreimal. Trotz der Rettung durch den Glaubensblick auf den für uns zur Schlange, also zur Sünde gewordenen, gibt es solche, die die Lehre Bileams halten, also ebenso wie Balak das Volk Gottes verflucht sehen wollen und die Menschen in Hurerei zu bringen trachten. Dennoch werden Fluch und weitere Gräuel beseitigt. Offenbarung 2, Vers 14. Ich habe aber ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Offenbarung 22, Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Offenbarung 21, Vers 27. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung 22, Vers 15. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Die Zeltlager der 12 Stämme in der Wildnis wurden in ihrem Aussehen wie der Garten der Stadt Gottes, in dem an den Flüssen Zedern gepflanzt sind. 4. Mose 24, 5 und 6. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Das Lager der 12 Stämme wird zu einer Gartenstadt Gottes gemacht, gepflanzt an einem Fluss, an welchem die Bäume des Lebens stehen. Offenbarung 21, Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Offenbarung 22, die Verse 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.
In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Früchte gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Aber die Amalekiter kamen und kämpften gegen Israel in Rephidim, und Moses beauftragte Josua, die Armeen Israels anzuführen, während er selbst mit Aaron und Hur auf einen Berg stieg. Als Moses dort seine Hände hinaufhielt, standen Aaron und Hur an seinen Seiten und sorgten dafür, dass seine Arme oben bleiben. Deshalb konnte Josua die Amalekiter durch einen großen militärischen Schlag besiegen. Moses baute einen Altar, den er der Herr ist mein Banner, da war Übersetzung Jahweh ist mein Mahnzeichen, nannte. 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Moses sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Namen auslöschen werde. Und Moses baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Die religiösen Führer des Tempels führten gegen Jesus Krieg, und sie brachten den Herrn auf einen Hügel, der Schädelstätte genannt wird. Die Hände des großen Moses wurden zwischen zwei andere ausgestreckt. Auf diese Weise wendet sich der siegende große Josua vorwärts, und ihm folgen die himmlischen Armeen nach. Auf seiner Hüfte trägt er das Banner, in der Dawa-Übersetzung Mahnzeichen, seiner Stärke. Johannes 11, 53 und 57. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Es hatten aber die Hohepriester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen. Johannes 19, Vers 18. Wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Johannes 19, 14 und 16. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißen reinen Leinwand. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. In der vorliegenden Allegorie stellt Amalek die religiösen Führer der irdischen Stadt Jerusalem dar. 2. Mose 17 enthält zwei zeitlich und inhaltlich übereinander liegende Geschehen, nämlich einerseits Moses als einen Darsteller des irdischen Christus, der auf Golgotha verbunden mit dem Pfahl, also dem Kreuz, die Arme hinaufstreckte, um die rechtliche Grundlage für den Sieg über die Welt zu schaffen, also die Amalekiter, Pharisäer, den Kaiser und den jüdischen Adel im Krieg zu schlagen. Andererseits ist Josua ein Bild des himmlischen Christus, der samt seiner himmlischen Herrscharen in Josaphat die große Hure Amalek und ihren Babylon-Kosmos samt den 10 Hörnern und dem Tier faktisch besiegt. Die Identität der Hure Babylon
ist also offensichtlich und biblisch bewiesen. Moses war ein Prophet. Obwohl es ihm nicht erlaubt wurde, Gott zu sehen, er also die Herrlichkeit der Anwesenheit Gottes nicht wahrnahm, baute Moses die Stiftshütte, also das Heiligtum Gottes, im Grasbereich, gemeint ist der Vorhof, für den Herrn in der Wildnis, sodass die Herrlichkeit Jahwes inmitten der Menschen sein konnte. 5. Mose 18,18: Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen und will meine Worte in seinen Mund geben, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. 2. Mose 25, Vers 8: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 40, 34 und 35: Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. 2. Mose 33, Vers 20: Dann sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Der Herr war ein Prophet wie Moses, und so wurde er zu einer Stiftshütte, einem Zelt, inmitten der Menschen in der Wildnis, so dass sie seine Herrlichkeit gewahrten. Da die Nachfolger Jesu im Grasbereich, das heißt im Vorhof, der Ödnis ebenso angeordnet waren wie die Stiftshütte, nämlich 50 mal 100 gleich 5000 Quadratellen, 5000 Männer in einer Lagerung von 50 mal 100, sind sie der vom Heiligen Geist gebaute lebende Tempel Gottes. Johannes Kapitel 6, Vers 14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Johannes 7, 40. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Johannes 1, Vers 14 in der Davar-Übersetzung: Und das Wort wurde Fleisch und hatte Zelt inmitten von uns, und wir erschauten seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des alleinig gewordenen seitens des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Zuerst machte Moses einen Altar, auf dem Opfertiere dargebracht wurden. Als sein irdischer Dienst begann, wurde Jesus das Lamm Gottes genannt, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er wurde das Opfer Gottes. Als Jesus mit Nikodemus sprach, beschrieb er seine Anfahlung, die Kreuzigung war eine Erhöhung, als eine Liebesgabe Gottes für die Menschen. Auf diese Art bildete der Herr den Opferaltar für das Lamm Gottes. Warren Gage merkt zu Johannes 3, 14 bis 16 Folgendes an: Wahrlich, wahrlich, dies ist die wertvollste Stelle in der Bibel. Sie stellt den hohen Altar des Neuen Testaments dar. Durch diesen Text wurden mehr Sünden getilgt als durch den gesamten Rest der Bibel. Was ist das nur für ein Zeugnis der literarischen Fertigkeit und spirituellen Kraft in der Schreibkunst des Johannes? Johannes Kapitel 3, Vers 14: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes 12, 32 und 33: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Nachdem Moses den Brandopferaltar angefertigt hatte, stellte er ein zur zeremoniellen Reinigung der Priester dienendes kupfernes Becken her, das er mit Wasser befüllte. Nachdem Jesus seine Erhöhung auf dem Opferaltar Golgathas angekündigt hatte, sprach er mit einer samaritischen Frau über das Lebenswasser, das von allen Sünden zu reinigen vermag. Jesus schuf für sie also gewissermaßen ein Reinigungsbecken und bot ihr seine priesterliche Reinigung an. Johannes Kapitel 4, 14 und 15:
Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Der Tempel auf dem Berg Zion, der jetzigen Stadt Jerusalem, konnte der samaritischen Frau nur das Wasser der Eifersucht, das heißt des Geistes des Eifers des Ehemanns der Hure geben. Das diesbezüglich in 4. Mose 5, die Verse 11 bis 31 beschriebene Verfahren wurde auf Verdacht auf Ehebruch angewandt. Das Wasser aus dem Brunnen Jakobs am Berg Gerazim war ebenfalls ungeeignet, den Durst der Hure bleibend zu löschen. Aber die Samariterin begegnete dort Jesus, ihn, der die wesenhafte Quelle des lebenden Wassers ist, und er tränkte sie mit sich selbst. Vollständig befriedigt ließ sie ihren Wasserkrug am Brunnen zurück. Offensichtlich stellt das Wasser aus der Quelle Jakobs die für die Hure bereitstehenden, verdammenden, bitteren Schmutzwasser des Jerusalemer Tempels dar, so dass die Weihestätte auf dem Tempelberg das Gegenbild des wesenhaften Tempels Gottes ist, aus welchem das Lebenswasser der Gottesgnade fließt. Die jüdischen Priester tränkten eine Ehebrecherin mit den Todeswassern des mosaischen Gesetzesfluchs, während Jesus der Hure lebendes Segenswasser gab, das zum äonischen Leben führt. Zweifellos steht die Lebens- und Liebesgnade des Herrn dem Gesetz der Verfehlung und des Todes Jahwes inhaltlich gegenüber. Wenn man in das Heiligtum hineinkam, sah man zur Rechten den von Moses hergestellten Tisch für die zwölf Stämme Israels darstellenden Laibe, also Schaubrote. Da war Übersetzung Brot des Angesichts. 2. Mose 25, 30. Auf dem Tisch aber sollst du beständig vor mein Angesicht Schaubrote legen. Nachdem Jesus zu einem wesenhaften Reinigungsbecken lebenden Wassers geworden war, sprach er zum Volk vom Brot. Als er in der Wildnis den Hunger der israelitischen Menge in einer wunderbaren Weise stillte. 12 Lastbehälter voller Brote, da war Übersetzung Brocken, wurden damals auf den Schaubrottisch übrig gelassen. Johannes 6, die Verse 11 bis 13. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Johannes 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Zur linken Seite im Heiligen der Stiftshütte platzierte Moses einen goldenen, siebenarmigen Leuchter, der dort Licht spendete. Nachdem Jesus den Schaubrottisch in den 12 Körben dargestellt hatte, wurde er einem Blindgeborenen zum Licht der Welt. Er heilte diesen Mann und gab ihm Sicht im Tempel. Das heißt, Jesus stellte sich selbst als ein himmlischer Leuchter zur Verfügung, der im Finsteren scheint. Der Mann wurde zum Himmel hinaufblickfähig gemacht. Das heißt, er wurde auch von seiner geistlichen Blindheit der Ausrichtung auf das Irdische geheilt. Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 9, die Verse 5 bis 7. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde
und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Bevor man in das Allerheiligste kam, noch vor dem zweiten Vorhang, platzierte Moses einen von ihm hergestellten Weihrauchopferaltar, auf welchen der hohe Priester duftendes Räucherwerk zu geben hatte, das die Gebete des Volkes Gottes darstellte. 2. Mose 30, die Verse 6 und 7. Und stelle ihn vor den Vorhang auf, der an der Lade des Zeugnisses ist, vor der Deckplatte, die über dem Zeugnis liegt, wo ich dir begegnen werde. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Nachdem Jesus als Leuchter im Heiligtum Gottes Licht und Leben gegeben hatte, hielt er für seine Jünger eine hohe priesterliche Fürsprache im Gebet vor Gott. Auf diese Weise machte er sich selbst zu einem Weihrauchaltar. Johannes 17, 9, 11, 15, 17 und 20. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Als Jesus am Pfahl von Golgatha starb, zerriss der hinter dem Weihrauchaltar angebrachte Vorhang, welcher das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte. Das Ablegen seines Fleisches bedeutet also die Möglichkeit für alle, nicht nur für den Hohepriester, aus Gnade zu dem in der Bundeslade dargestellten Thron der Gnade Gottes zu kommen. Schließlich stattete Moses das Allerheiligste aus. Nur der Hohepriester, der heiligste Mann Israels, durfte in diesen Bereich hineinkommen, wo die Lade des Bundes stand, die den Thron des zwischen den Cherubim sitzhabenden Gottes repräsentierte. Die Cherubim wurden über diesen Gnadenthron gesetzt, der eine am Kopf, der andere am Fuß der heiligen Lade. 2. Mose 25, 18 bis 20. Und mache zwei goldene Cherubim, in getriebener Arbeit sollst du sie machen, an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen, an ihren beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Psalm 80, Vers 2. Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor. Am dritten Tag nach seiner Kreuzigung kam schließlich Maria Magdalena zur Gruft Jesu. Sie schaute dort hinein und sah zwei in weiße Gewänder gekleidete Engel, die Platz genommen hatten, einen dort, wo sich die Füße Jesu und einen dort, wo sich sein Kopf befunden hatte, als sein toter Leib noch in der Gruft gewesen war. Jesus verwandelte ein Grab in einen himmlischen Gnadenthron mit Engeln an dessen Haupt und Fuß. Johannes 20, Vers 12. Und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Der hohe Priester sprengte das Sühneblut für die Sünden der Menschen auf den Gnadenthron zwischen den beiden Engeln, um die Sünden des Volkes wegzunehmen.
3. Mose 16, Vers 15. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Die mit dem Blut Jesu besprengten Grabkleider wurden zum Ort der Sühne. Aber Jesus ist größer als Moses. Er verwandelte das Grab, den Ort der Verdorbenheit, der Sünde und des Todes, zu einem Thron seiner Herrlichkeit, in dem er über Sünde und Scheol triumphierte. Auf diese Weise machte Jesus den Bereich des Todes zu einer Lade, das heißt zu einer Arche des Bundes, und er ließ Maria Magdalena das sehen, was nach dem mosaischen Gesetz allein dem Hohepriester Israels zu sehen erlaubt war. Die Herrlichkeit des Vaters und dessen Regentschaft immerfort, da war Übersetzung hinein in den Äonen der Äonen preisend, machte Jesus sein gesamtes Volk zu einer priesterlichen Regentschaft Gottes. Offenbarung 1, Vers 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.